Können Sie das mal halten? Klar. Ich glaube nicht, dass mein Dad reinkommt, während jemand hier ist. Aber man weiß ja nie. Was ist das? Urin. Ich muss alle 6 Monate einen Drogentest machen, um zu beweisen, dass ich clean bin. Soll das ein Witz sein? Du hast doch gestern Abend noch mit mir geraucht. Das ist nicht meine. Eine meiner Kundinnen ist Schwester in einer Kinderarztpraxis. Ich gebe ihr Prozente und sie gibt mir saubere Pisse. Du magst Pink Floyd? Ich mag eine Menge Musik. Mann, seit Jahren habe ich das Album nicht mehr gehört. Wie viel wollen Sie? Keine Ahnung. Das ist schon eine Weile her. 30 Gramm, was kosten die? Also, das hier ist eine anständige Qualität und kostet 300. Wow. Der Shit hier ist vom Allerfeinsten. Er heißt G13. Der wird von der US-Regierung genetisch entwickelt. Er ist extrem wirksam, aber man wird nur ganz sanft high. Keine Paranoia. Haben wir das gestern Abend geraucht? Ich rauche überhaupt nichts anderes. Wie viel? 2 Riesen. Mein Gott. Das hat sich aber geändert seit 1973. Müssen Sie nicht gleich bezahlen. Ich weiß, Sie sind kreditwürdig. Danke. Und da ist eine Visitenkarte drin mit meiner Piepernummer. Piepen Sie mich jederzeit an, Tag und Nacht. Und ich akzeptiere nur Bares. Jetzt ist mir klar, wie du dir dieses ganze Equipment leisten kannst. In deinem Alter musste ich den ganzen Sommer Burger wenden, um mir ein Tonbandgerät kaufen zu können. So ein Scheiß. Nein, eigentlich war es toll. Ich habe nur Partys gefeiert und gevögelt. Ich hatte mein ganzes Leben noch vor mir. Mein Dad denkt, ich bestreite das alles mit Catering-Jobs. Man sollte nie die Macht der Verdrängung unterschätzen.